Die deutschen Sozialdemokraten unterstützen Fortschritt in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU und wollen im Rahmen eines Pooling- und Sharing-Ansatzes europäische Verteidigungskapazitäten effizienter und effektiver gestalten. Allerdings sprechen wir uns gegen europäische Subventionierung der Verteidigungsindustrie in den Mitgliedstaaten aus, ohne diese Effizienzgewinne tatsächlich auch zu erzielen. Rüstungsgüter sind keine normalen Handelsgüter und sollten außerdem eben als außen- und sicherheitspolitisches Instrument betrachtet werden. Entsprechend ist bereits die Aufsetzung des Programms allein eben über den Industrieausschuss absolut problematisch. Wenn europäische Mittel für Rüstung ausgegeben werden, dann muss es auch parlamentarische Kontrolle des Europaparlaments geben bei den daraus entwickelten Produkten. Wir fordern, dass wir gemäß des Positionspapiers zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU aus der SD-Fraktion, was wir im letzten Jahr verabschiedet haben, dass kein Geld aus bestehenden Haushaltslinien in Industrien, Rüstungsindustrie investiert werden darf. Genauer das soll nach diesem vorliegenden Text beschlossen werden. Die vorliegenden Ergebnisse des Trilogs zwischen Kommission, Mitgliedstaaten und Parlament spiegeln in keiner Weise die Position des Europäischen Parlaments wider. Ich empfehle daher, gegen diesen Text zu stimmen. Danke.